Hallo, hallo, ich bin's mal wieder, Kai Adrian. Und jetzt gibt es ein Review zu dem Set 75267. Das ist das Mandalorian Battle Pack. Viel Spaß! Ja, das ganze Set, wie auch eigentlich alle Sachen zu The Mandalorian, sind heiß erwartet und deswegen werde ich dazu nochmal gleich etwas sagen. Aber bevor wir wie immer mit dem Set anfangen, schauen wir uns zuerst einmal die Verpackung an. Ja, hier die Verpackung. Wir sehen, dass es, sage ich mal, die neuen Sets sind, die jetzt 2020 rausgekommen sind. Das Set ist ja, glaube ich, offiziell Anfang Januar rausgekommen. Wir haben es jetzt Mitte, Ende Januar. Und ja, wir sehen hier die vier Figuren. Wir sehen hier auch die Schussfunktion von den Stud-Shootern an den, beziehungsweise die normalen Blaster und dann halt auch eben an dem Speeder. Und auf der Rückseite sehen wir dann halt auch schon, die Funktionen im Prinzip halt wirklich nur das Schießen von den Stud-Shootern. Und wir sehen, wie die Figuren hier noch zusammen quatschen, beziehungsweise hier nachladen. Und ja, das war's zum Thema Verpackung. Ja, kommen wir nun zu den Infos, die ich noch zu dem Pack sagen wollte, bevor wir uns die ganzen Figuren und auch die Speeder und, sage ich mal, diese Schutzscharte, Schießscharte uns da gleich anschauen. Das Set war, wie gesagt, heiß erwartet gewesen. Wahrscheinlich am meisten von den ganzen neuen Sets, weil es im Prinzip perfektes Battle Pack ist. Im Prinzip so, wie es auch sein sollte. Wir haben vier Mandalorianer und wir haben unterschiedliche Mandalorianer. Das heißt, man kann sich so kleinere Gruppierungen machen. Beziehungsweise Mandalorianer haben ja eigentlich immer unterschiedliche, sag ich mal, Rüstungen. Damals war es, glaube ich, so, dass die von denen individuell angefertigt worden sind. Anders als dann zum Beispiel halt eben bei der Deathwatch. Und deswegen passt das hier natürlich perfekt. Wie gesagt, dadurch, dass das Set eben heiß erwartet worden ist, gab es unterschiedliche Gerüchte. Ich habe von Seiten gehört, dass es teilweise direkt ausverkauft war, dass es Lieferschwierigkeiten gab. Und bei Amazon standen auch, glaube ich, dass erst Ende Januar oder Anfang Februar das Ganze sein sollte. Doch ich hatte jetzt Glück tatsächlich. Es gibt das Set bei Lidl im Angebot, ohne jetzt Werbung dafür zu machen. Aber nicht nur, dass es, sage ich mal, sofort erhältlich ist und man es sofort kaufen kann. Noch dazu zu einem günstigeren Preis. Ich habe jetzt fast 12 Euro für dieses Set bezahlt. Also meiner Meinung nach wirklich ein gutes Angebot. Und auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich muss tatsächlich sagen, an dem Zeitpunkt habe ich Mandalorian noch nicht zu Ende geschaut. Das heißt, ich weiß nicht, ob diese Figuren auf Charakteren basieren, die in irgendeiner Form noch eine Rolle spielen werden oder nicht. Oder ob es einfach nur, sag ich mal, Mandalorianer eben sind. Deswegen, das werde ich dann außer Acht lassen. Entschuldigt, falls doch diese Figuren irgendeine Funktion haben. Ich behandle sie halt einfach jetzt als normale Mandalorianer. Und ich würde sagen, ja, das war, glaube ich, alles, was ich zu dem Set sagen wollte. Schauen wir uns jetzt mal die Figuren etwas genauer an. Ja, wir sehen, wir haben hier die vier Figuren schön in Reihe und Glied, so wie sich das auch gehört. Es gibt ein paar Besonderheiten, das werden wir auch alles gleich abklappern. Wie gesagt, es sind vier Figuren, es sind vier unterschiedliche Figuren. Jede Figur hat einen Blaster. Der bei der Figur ganz rechts ist jetzt schon in diesem Geschütz, sage ich mal, installiert worden von mir. Das habe ich jetzt auch so gelassen. Brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Jede Figur besteht aus komplett unterschiedlichen Teilen, bis auf den Mantel. Der ist bei den zwei Figuren in der Mitte derselbe. Der braune, die links hat ein, ja, so ein hellgrün, würde ich sagen, ich glaube, das ist so ein Khaki-Ton, so ein hellgrünen Mantel, und ganz rechts die Figur hat einen schwarzen Mantel, und ansonsten ist im Prinzip alles unterschiedlich von Beine, Torso bis halt auch eben hin zu dem Helm. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt jede Figur einzeln an. Fangen wir dann mit der ersten Figur an. Ich nenne sie einfach mal den blauen Mandalorianer. Wie schon gesagt, wir haben leider die lästigen Stud-Shooter bei jeder Figur. Es gibt keine normalen Blaster. Wie gesagt, meinem Speederbike ist das für mich voll in Ordnung. Da ist auch Spielspaß garantiert. Aber hier wirkt das einfach zu unproportional. So eine Wumme, das sieht aus wie so eine Portal Gun, als, sage ich mal, eine richtige Schusswaffe. Aber naja, was will man machen? Es wurde halt so entschieden. So ist es halt eben. Wir sehen, hier ist die Figur wirklich sehr schön. Wir haben bedruckte Beine. Torso ist bedruckt. Wirklich schöne Muster. Einzelne Details wirklich sehr, sehr schön. Wenn wir hier jetzt nochmal genauer hinschauen, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Wir sehen auch, der Helm ist wirklich schön designt. Wir haben hier halt eben solche Farbflecken. Wie gesagt, halt eben die Rüstung wurden wahrscheinlich alle individuell erstellt. Wir sehen auch hier ein paar Schrammen, also wirklich sehr realistisch, sehr schön. Und ja, wir haben einen, habe ich schon gesagt, so einen hellgrünen Mantel. Man sieht auch, dass hinten der Torso bedruckt ist. Alles gut. Das ist aber nicht so ein, sag ich mal, großer Mantel, wie den Jedi auch haben, sondern das ist einer von diesen dünneren, fast schon wie die Sturmtruppler, die damals auf der Schulter hatten. Aber wiederum doch ein bisschen anders, weil der doch ein bisschen größer ist. Also so ein Mittelding. Ich weiß nicht, ob es die schon vorher, sag ich mal, bei Star Wars jetzt gab. Aber ich finde sie an sich ganz cool, weil sie halt eben die Figur wahrscheinlich, oder sag ich mal, die Mandalorianer, nicht allzu sehr stören würden.
in dem Gefecht beziehungsweise in dem Kampf und deswegen finde ich das auch hier realistisch. Ich habe jetzt dem hier ein Visier angebracht. Das ist eine ganz besondere Sache in diesem Set, dass wir im Prinzip, wie es auch damals war, bei den, sage ich mal, alten Star Wars Sets beziehungsweise bei den alten Klonen, den Clone Wars Klonen, dass wir die hier diese Bohrung hier an der Seite haben und man kann diese ganzen Details hier befestigen und das ist auch wirklich ein sehr großer Pluspunkt an dem Set. Wir haben hier 4 von diesen, sage ich mal, Visieren haben wir dabei und wir haben 4 von den Antennen, die ich euch auch gleich noch näher zeige. Das sind im Prinzip genau dieselben wie damals. Also ich weiß nicht, ob der auch an den Klon passt, aber sollte, denke ich mal. Und Taschenlampen bzw. Leuchten haben wir dieses Mal nicht. Aber wie gesagt, man kann wahrscheinlich die alten dann auch verwenden. Die Größe sollte eigentlich stimmen. Geprüft habe ich das jetzt leider noch nicht. Und ansonsten ist es im Prinzip, sag ich mal, ein Mandalorianer bzw. auch der Helm, wie man das damals aus dem Battlepack, das war glaube ich 2012, kennt, aber die hatten ja leider nicht die Bohrung, was eigentlich meiner Meinung nach komplett verschwendet gewesen ist. Hier wurde nochmal drüber nachgedacht und ich finde es eigentlich perfekt, das bringt wirklich viel Detail in die Figur. Und dann kommen wir aber leider zu einem Nachteil, den wir haben, dass die Figur kein Gesicht hat. Das heißt, man muss entweder von den alten Battlepacks Gesichter nehmen oder, sage ich die mal, wirklich schwarz lassen. Finde ich schade, aber naja, für ein Battlepack ist es vielleicht in Ordnung. Kommen wir zu der nächsten Figur. Ich nenne sie den braunen Mandalorianer. Wirklich auch sehr schön designt. Man sieht auch wieder hier ein einzelnes Design, diese Streifen hier oben, die erinnern mich irgendwie an Captain Rex, das Design auf seinen Helmen, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja, wir sehen, dass die Beine diesmal nicht bedruckt sind, vielleicht eben aus dem Grund, weil sie eben dunkelbraun sind, man da eh nicht so viele Muster sehen würde. Das ist, denke ich mal, ganz in Ordnung, das ist legitim. Ja, wieder dieselbe Wumme in der Hand natürlich, wir haben hinten den braunen Mantel. Und auch natürlich hinten ist der Torso bedruckt, alles so wie es auch sein sollte. Der Helm ist mehr so ein hellbraun, fast schon so ein, sag ich mal, orangener Ton. Aber hier wirklich sehr schön mit diesen Chromakzenten wirkt das wirklich sehr, sehr schön. Je nachdem, welchen Blickwinkel man schaut, ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr cool. Und ja, wie gesagt, wir haben natürlich die Bohrung am Kopf. Das heißt, ich habe jetzt hier mich entschieden, eine Antenne reinzumachen. Sieht wirklich sehr cool aus und solange man das, sag ich mal, nicht zu oft wechselt, dann sitzt die ganze Antenne bzw. auch das Visier wirklich gut drinne. Und auch wieder hier dasselbe Spiel. Wir haben leider kein Gesicht. Schade, aber wirklich ein sehr schönes Design. Kommen wir zu der nächsten Figur. So, das ist der grüne Mandalorianer. Der erinnert mich wirklich sehr, zumindest von der Rüstung, an die von Boba Fett mit den grünen Applikationen. Wiederum ein bisschen gemischt, könnte auch genauso gut eine Rüstung von Sabine sein. Ein bisschen bunter. Wir haben hier dieses Dunkelblau. Wir haben hier die hellbraun, sage ich mal, Akzente, würde ich jetzt so sagen. Danach haben wir hier ein bisschen auch noch hell, dunkelbraun als Gürtel, dann das Grün und dann das Blau. Das ist wirklich auch eine schöne Farbkombination. Und auch hier habe ich mich entschieden, dass wir eine Antenne reinmachen. Der Helm auch wirklich sehr, sehr gelungen. Wir haben hier Chromakzente. Hier dann so ein kleines Dreieck oben, weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, dann haben wir auch wieder hier dieses hellblau und der Rest ist dann in Grün gehalten. Genauso auch der Rücken wieder bedruckt, alles ist richtig und wirklich eine tolle Figur und auch hier passt meiner Meinung nach der braune Mantel als Farbkombination. Mehr Farben sollten es jetzt nicht sein, weil es wird dann wieder zu bunt. Wir haben hier braune Hände und blaue Arme, finde ich auf jeden Fall cool. Ja, den Helm muss ich jetzt nicht abziehen, ist wieder einmal kein Kopf, sondern nur dieses schwarze Element. Den letzten Mandalorianer, wie ich ihn nenne, den grauen Mandalorianer, habe ich jetzt eigentlich ganz naturell gelassen. Die Waffe ist, wie schon gesagt, in, sage ich mal, diesem Geschütz bzw. in den Steinen drinne. Und ja, habe mich auch entschieden, damit man mal sehen kann, wie die Figur ohne irgendeine Antenne oder wie sie aussieht, das wegzulassen. Und ich finde, das sieht wirklich auch schön aus. Das hat nicht so ein bisschen so eine eckigere Note wie halt eben die Helme von den Klonen, weil die haben ja hinten hier noch so eine Finne, sondern es wirkt ein bisschen mehr abgerundet. Aber das ist halt nicht schlimm, das ist auch natürlich wieder Geschmackssache. Und wieder hier ist alles richtig gemacht worden. Wir haben hier wirklich schöne Chromelemente auf der Brust, auf dem Torso. Wir haben die Beine bedruckt mit, würde ich mal sagen, so Ansätzen von dem Mantel. Auch die Rückseite ist wieder bedruckt, auch schön mit hier Chrom. Das sieht wirklich toll aus. Und wir haben einen komplett schwarzen Mantel. Kann man auch bestimmt ja, unterschiedlich gebrauchen, zu unterschiedlichen Figuren, wirklich toll. Und auch wieder hier sehen wir ein paar, sage ich mal, Gebrauchsspuren an dem Helm, die jetzt irgendwie zufälligerweise ein bisschen aussehen wie das Prozentzeichen. Zumindest ein bisschen. Und ansonsten auch der Helm wirklich toll mit schwarzen Elementen hier, mit diesem orangenen, sage ich mal, um dieses T-Visier. Und ansonsten der Helm im kompletten Grau. Wirklich schön, haben die sich auf jeden Fall Mühe gegeben bei den Figuren, haben die wirklich klasse gemacht. Und wieder hier, Helm muss ich nicht abnehmen, ist wieder mal nur schwarz. Ja, kommen wir jetzt zu den Extras. Ja, manche werden das als Ersatzteilspender benutzen, kann man auch machen, für andere
wird es auch vielleicht da sein, um sich eine Armee zu bauen, zumindest mit den Speedern, je nachdem. Ich habe nochmal nachgeschaut, das ursprüngliche Mandalorian-Set, das was ich meine mit den blauen Mandalorianern, ist 2011 rausgekommen, nicht 2012. Und im Prinzip war das dort zumindest auch so. Deswegen finde ich auch schön, dass hier auch wieder zwei Sachen geblieben sind. Wenn ich Bilder dazu habe, werde ich das nochmal hinzufügen. Aber bei dem damaligen Set gab es einen Schießstand und nicht so eine, sag ich mal, so eine Felsen, so eine Schießscharte, keine Ahnung. Und der Speeder sah auch ziemlich ähnlich aus. Ich würde aber sagen, dass der ein bisschen tiefer gebaut ist, dadurch, dass er nicht so ein unsichtbares Schwebeteil hat, was mir gerade aufgefallen ist. Und der ist ein bisschen breiter gebaut durch die Start-Shooter. Wie gesagt, der ist meiner Meinung nach ein bisschen breiter gebaut, wenn man sich den hier so von vorne anschaut. Aber halt eben flacher, man sieht es. Und das, was ich schade finde, wie gesagt, ist mir gerade eben erst aufgefallen, dass es hier kein durchsichtiges Teil gibt. Das ist so aussieht, als würde der schweben. Das finde ich ein bisschen schade. Anscheinend wurde das hier eingespart. Und ja, muss ich euch nicht zeigen. Ihr wisst, wie das funktioniert. Hier dann drücken und schon wird das Ganze abgefeuert. Wir haben hinten dann auch noch so einen kleinen Flammenstrahl, würde ich jetzt sagen. Also an sich nichts Besonderes. Aber ich finde, der Speeder passt hier. Der ist gut gebaut. Der wirkt auf jeden Fall stabil. Und kann man ganz normal eine Figur hinsetzen. Und ja, damit dann eben rumspielen bzw. diese irgendwie in den Hangar stellen und so weiter und so fort. Der Schießstand könnte für manche auch interessant sein, da man hier eine 6x6er Platte bekommt in Light Bluish Grey und ansonsten auch viele von diesen, ich glaube Slopes heißen die ja, von diesen flachen oder abgeflachten, sage ich mal, Stein. Wir haben hier sogar noch eine Möglichkeit, irgendwas zu befestigen. Ich weiß nicht, ob man da noch eine extra Waffe hin tun soll oder was auch immer. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich finde, das ist nicht so natürlich sonderlich detailliert gebaut. Aber ich finde es halt in Ordnung. Man hat hier noch diese, ich glaube, die hießen Palisadensteine, die, womit man dann irgendwie zum Beispiel Bäume bauen kann. Und dann hier nochmal ein bisschen was in Braun und der Rest dann halt eben in Dunkelgrau. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall ganz in Ordnung, dass das mit dabei ist. Es hätte natürlich auch ein Schießstand, sag ich mal, so ein normaler Schießstand sein können. Aber ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Und für Leute, die sowieso die Teile wiederverwerten wollen, die können wahrscheinlich damit ein bisschen mehr was anfangen. So sieht das dann aus, wenn die Kollegen dann im Angriffsmodus sind. Die Hände ganz normal befestigt am Steuer. Und ebenso hier der Kollege sitzt dann eben schon schießbereit und wartet. Ja, das war's soweit zu dem ganzen Set. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin irgendwie gespaltener Meinung und das Komische ist, ich weiß ganz ehrlich nicht warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier würde irgendetwas fehlen. Ich weiß nicht, ob es an den Blastern liegt oder an irgendwas anderes, aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas fehlt. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn ich mir das Set nüchtern anschaue, es ist eigentlich genau das Richtige. Man hätte es fast gar nicht besser machen können. Deswegen gebe ich diesem Set, dem Set eine Note geben, wäre das auf jeden Fall eine glatte 1. Wir haben 4 unterschiedliche Figuren. Klar könnte man auch sagen, dass man jetzt auch 2 identische reintun könnte oder sonst irgendwelche anderen bunten Mischungen. Aber wenn man sich von dem Set mehrere kauft, dann hat man auch das. Und so kann man unterschiedliche Gruppierungen machen. Man kann, sage ich mal, die Körper tauschen, sodass man unterschiedliche Farben hat. Also es gibt hier so eine Möglichkeit, daraus, sage ich mal, Armeen zu machen, ob es dieselben, sage ich mal, oder die ähnlichen Figuren sind oder komplett andere wieder, sodass man wirklich eine Armee von unterschiedlichen Mandalorianern hat. Man kann das komplett bunt mischen. Wir haben schöne Designs, die auch wirklich realistisch aussehen, mit ein paar Schrammen und auch ein paar Macken an manchen Stellen. Wir haben einen tollen Speeder, wir haben auch dieses kleine Versteck, wo man herausschießen kann. Die Sache, die mich wirklich dann total gefreut, beziehungsweise ja, fast schon sprachlos gemacht hat, ist, dass sie diese Löcher an die Köpfe gemacht haben, dass man die Antennen und die Visiere befestigen kann. Damit hätte ich wirklich als allerletztes gerechnet, dass sie das wieder einführen. Das finde ich einfach nur klasse. Das haben die auf jeden Fall super gemacht. Und dann noch für den Preis von 15 Euro, sage ich mal, UVP, ist das meiner Meinung nach wirklich ein Top-Set. Und deswegen mache ich sehr gerne dazu ein Review. Das ist wirklich ein klasse Set, tolle Designs, tolle Aufbereitung. Das Einzige, was man hier noch bemängeln könnte, wie gesagt, das ist Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, wie gesagt. Aber es ist halt eben auch für mich eine glatte 1. Das wäre dann zum Beispiel, dass es keine Taschenlampen gibt. Da hätte man die auch noch mit dazu tun können, wenn man schon, sage ich mal, die Antennen und die Visiere hinzugefügt hat, dass es halt eben Start-Shooter sind, aber das ist es halt schon eben seit Jahren, dass die in solchen kleinen Battle-Packs mitgegeben werden. Und, sage ich mal, noch eine Sache wäre halt eben, dass man den Mandalorianern Gesichter gibt. Das wäre halt, sage ich mal, nicht schlimm, war ja zumindest bei dem ursprünglichen Mandalorian-Set auch so, wobei man sagen muss, dass damals das, glaube ich, ja ein Fehler war, weil die gingen davon aus, dass die alle gleich aussehen, das waren ja aber keine Klone, deswegen, da könnte man drüber streiten, ob die jetzt ein Gesicht haben sollen oder nicht. Und deswegen, das wäre dann aber auch wirklich Material, wo man sagen würde, danach wäre das Set eine 1+, so ist es eine 1 für mich absolut ausreichend. Ein klasse Set, wirklich super, habe ich mir sehr, sehr gerne geholt. Und wenn ich davon eine Armee brauchen würde, würde ich mir auch sehr gerne mehr davon kaufen, brauche ich im Moment zumindest nicht. Und ja,
Das war's für diese Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, ein klasse Set, kann ich auf jeden Fall euch nur empfehlen. Ob ihr Fan von der Serie The Mandalorian seid oder diese einfach in irgendeinem Mock oder in irgendeinem Brickfilm hinzufügen wollt, kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Und ja, das war's für dieses Video. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.